Ihr kennt das, oder? Wenn man gnadenlos überfordert ist, geht einem Mathe ja praktisch die ganze Zeit so. Man guckt zwar wissend, aber hat keinen Plan, was abgeht. Und dann wollen wir hier auch noch was über komplexe Zahlen schwafeln, wo Mathe ja eh schon schwer ist. Kein Stress, die sind echt einfach und geil, so geil wie Mathe halt sein kann. Wir wollen euch heute erklären, was die komplexen Zahlen so sind und was die können. Dazu fangen wir mal ganz von vorne an. Bisher haben wir doch immer einen Riesenbogen um Wurzeln von negativen Zahlen gemacht. Jetzt nicht mehr. Wir definieren uns nämlich einfach eine neue Zahl. I, die imaginäre Zahl. Und wie? Als die Wurzel von minus 1. I können wir nicht ausrechnen mit den Zahlen, die wir kennen. Ist aber auch wurscht, wollen wir gar nicht. Was aber geil ist, man kann trotzdem mit I rechnen. Quadrieren zum Beispiel. Das ergibt dann minus 1. Oder hoch 3 nehmen. I hoch 3 können wir nämlich auch als I mal I Quadrat schreiben. Und I Quadrat war ja minus 1. Also gibt das im Gesamten minus I. Oder hoch 4. Wenn ihr das aufteilt, gibt's minus 1 mal minus 1. Also 1. So geht's mit hoch 5 und so natürlich immer weiter. Man kann auch teilen. Weil 1 ja I hoch 4 ist, ist 1 durch I, I hoch 4 durch I. Und das ist I hoch 3. I hoch 3 kennen wir schon. Das war minus 1. Klasse. Man kann jetzt aber mit I auch ganz neue Zahlen definieren. Die komplexen Zahlen. Wer hat's gedacht? Für komplexe Zahlen nimmt man irgendeine reelle Zahl A und eine andere reelle Zahl B. Die werden dann so addiert. Zu A addiert ihr I mal B. C haben wir die Zahl mal genannt, weil sie komplex ist. Die komplexen Zahlen haben auch ihren eigenen Buchstaben. So ein C mit Doppelstrich. Wenn ihr für B 0 einsetzt, kriegt ihr natürlich für C eine reelle Zahl raus. Die reellen Zahlen sind also in den Komplexen mit drin enthalten. Die Teile A und B haben auch einen Namen. A ist der Realteil, weil das der Teil ist, der reell ist. Badumts. B ist der Imaginärteil, weil der dafür sorgt, dass C eine komplexe Zahl ist. Weil I halt eine imaginäre Zahl ist, die es nicht gibt. Komplexe Zahlen stellt man meistens in so einem Graph dar. Wo die Achse nach oben den Imaginärteil, die Achse nach rechts den Realteil angibt. Zum Beispiel die Zahl hier. 2 plus 3i. Realteil wäre die 2, Imaginärteil die 3. Deshalb sieht das Ganze so aus. Grün der Imaginärteil, orange der Realteil. Das rote Kreuz ist dann die Zahl. Die Linien haben wir mal hingemacht, damit eure vom Suff getrübten Augen die Punkte noch sehen. Jetzt gucken wir mal die Zahl I an. Die wäre das blaue Kreuz. I ist ja einfach 0 plus I mal 1. Imaginärteil ist 1, Realteil 0. Und voilà. Im Prinzip könnt ihr euch die komplexe Zahl also immer als Vektor mit zwei Komponenten denken. Die reelle und die imaginäre Komponente. Jo, gibt natürlich wie bei jedem Vektor auch einen Betrag. Also die Länge vom Ursprung bis zum Punkt. Also die Länge von dem weißen Pfeil hier. Aber wie berechnet man den Betrag bei einer komplexen Zahl? Ganz einfach. Wie bei jedem anderen Vektor auch. Erst quadriert ihr die beiden Komponenten. Dann addiert ihr das. Dann zieht ihr die Wurzel. Könnt's auch gerne nachmessen, wenn ihr Bock habt. Ein ganz einfaches Prinzip noch vom Namen nicht schocken lassen. Die komplexe Konjugation. Klingt erstmal mega behindert, aber ist auch voll easy. Ihr setzt in eurer komplexen Zahl dann einfach für alle i ein minus i ein. Also so wie hier. Und weil man nicht jedes Mal so ein blödes Konjugiert unten dran schreiben will, wird das komplex Konjugierte so geschrieben. Mit so einem Strich drüber. Die komplexe Konjugation spiegelt euch also praktisch eure Zahl an der reellen Achse. Also der nach rechts. Wenn wir also wieder die Zahl 1 plus 3i nehmen, sieht das so aus. Das rote Kreuz ist immer noch die normale Zahl. Der rote Punkt ist die konjugierte Zahl. 1 minus 3i. Also einfach der weiße Pfeil nach unten gespiegelt. Wirkt erstmal unnötig, wird aber später bei den Rechnungen mit den komplexen Zahlen manchmal echt wichtig. Jo, was müsst ihr euch jetzt merken? Erstens, die Wurzel von minus 1 ist die imaginäre Zahl i. Zweitens, jede komplexe Zahl hat einen Realteil und einen Imaginärteil. Beides kann aber 0 sein. Drittens, man kann komplexe Zahlen in einem Graph darstellen. Viertens, der Betrag von komplexen Zahlen wird wie bei Vektoren berechnet. Fünftens, wenn man alle i durch minus i ersetzt, hat man das komplex Konjugierte. Und wer sich fragt, was der ganze Rotz mit dem Konjugiert sein soll, der zieht sich einfach das Video hier rechts rein. Da geht's direkt weiter mit den komplexen Zahlen. Haut rein und macht's gut. Ciao.